Hallo und herzlich willkommen zu Sean Cool Music, zu einem kleinen, ja, ich nenne es mal Hinweisvideo. Und zwar seht ihr auf der linken Seite mein Oldschool-Rack. Und ja, ich möchte ganz kurz erwähnen, wer solches Equipment hat, kann auch, das ist vielleicht auch nichts Neues, aber ich bin da selber drüber gestolpert und finde das total faszinierend, über die sogenannten Multisamples, so nenne ich das einfach mal, oder Multi-Instrumente. Was ihr seht, sind Korg-Geräte, einmal der 03RW, M3R, Korg Wave Station SR und Korg Wave Station AD. Dazu der quasi MIDI Techno X und darunter die CS6R. Und ich spiele alle Instrumente an und kriege dadurch einen sehr komplexen Sound hin und den möchte ich euch zeigen. Übrigens, das hier ist der Sound vom Techno X, das ist der Clocky, der ist sehr schön. Also richtig Ambient-Style, ne? Man hört so ein bisschen sowas von Glocken. Genau. Die anderen habe ich eingestellt, aber ich will gar nicht lange reden. Ich werde euch jetzt mal alle zeigen, wie die zusammenklingen. Das finde ich nämlich sehr faszinierend. Und das Ganze steuere ich gerade als Sequencer, nämlich nicht die Archive-Force. Ich nehme Native Machine. Hier kombiniere ich quasi die Software-Welt mit der Hardware-Welt. Und das klingt ganz faszinierend. Genau. Und ihr hört, es ist mega faszinierend, weil natürlich jeder einzelne Sound für sich als Sound schon eine gewisse Darbietung hat. Und das Interessante daran ist, das ist natürlich klar, dass jeder Sound eine eigene Darbietung hat. Aber das Wichtige ist, einige Sounds klingen nicht so spektakulär, andere klingen spektakulär. Aber in Combination klingt das super. Und nochmal ganz kurz, ich zeige euch jetzt erstmal, das ist die Korg Wave Station AD mit dem Sound. Also ein Layer, ganz dezent, relativ leise. Könnte ich gleich noch einen Tick lauter machen. Das ist der Sound der Wave Station SR. Vom CS6R. Vom zweiten. Genau, und dann haben wir den Korg M3R. Und vom Korg 03RW. Und zum Schluss wieder mein Clocky von quasi MIDI Techno X.
dir die ganze Combination nochmal. Genau, also es macht mega viel Spaß mit, ja, alten Stuff. So nenne ich, nenne das Oldschool-Ride, also mit Oldschool-Sachen zu spielen. Und es ist natürlich ein Graus, mit diesen Geräten zum Teil eigene Sounds zu kreieren. Also es ist immer ganz gut, wenn man schon ein paar Patches hat, mit denen man arbeiten kann. Aber eben, wenn ein Patch nicht reicht, dann kann man sich durch die Töne der anderen steppen und dann findet man irgendwann eine Combination. Und das ist teilweise sehr überraschend. Ich muss aufpassen, ich habe hier ein DSer eigentlich drin, aber das S kommt ziemlich scharf rüber. Ein bisschen blöd, naja. Und ja, genau. Und zum anderen ist es einfach so, dass die ganze Kombination aus den Hardware-Geräten seinen eigenen Reiz hat. Aber man kann eben damit, ich meine damit natürlich, die Geräte müssen angesteuert werden, MIDI-Kabel, MIDI-Hub, man braucht einen Mischer, die Adressierung, das Speichern, das ist alles ein Highlight, das ist natürlich in Software teilweise viel besser geregelt. Aber so hat es, ich könnte über beide Welten philosophieren, aber letztendlich, wenn ich jetzt bei dieser Thematik bleibe, so kann man relativ mit simplen Akkorden und einfachen Tönen aufgrund der Modulierung der verschiedenen Instrumente sehr komplexe Soundstrukturen hinbekommen. Das ist zum Beispiel auch, was ich bei dem Hydra Synthesizer super interessant finde, dass man mit den drei Oszillatoren und ich sag mal dem ganzen Mapping unter anderem und der ganzen Modulationsmöglichkeit teilweise vielschichtig sich anhörende Sounds hinbekommt. Und das ist mega faszinierend. Und diese Geräte sind natürlich in ihrer Art und Weise anders und natürlich daher auch von der Modulation natürlich in einer gewissen Form begrenzter, aber in Kombination, wie man hören konnte, klingt das ganz faszinierend. Genau, also ich wollte euch eigentlich nur dazu motivieren, dass auch die alten Geräte klanglich noch sehr viel zu bieten haben und in Kombination miteinander sich prima ergänzen. Damit habe ich jetzt nicht alles neu erfunden, aber manchmal muss man vielleicht einen Hinweis bekommen oder stolpert drüber. Oder vielleicht liebäugelt auch der ein oder andere mit einem Gebrauchtgerät aus nostalgischen Gründen oder weil er Lust hat, irgendwie Hardware in der Hand zu haben und will das kombinieren mit Software oder mit seiner Archive-Force oder seiner MPC oder Native Machine. Da bleiben viele Variationsmöglichkeiten. Genau, vielleicht war es ein interessanter Eindruck. Vielleicht habe ich euch ein bisschen motivieren können. Spielt ein bisschen rum und ein Problem bleibt aber. Teilweise, man produziert nichts, sondern man verliert sich in den Klangwelten. Aber ich muss sagen, das klingt schon ganz gut. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Bleibt gesund, bleibt bei euch. Bis irgendwann und tschüss.